Hallo und herzlich willkommen bei Zackfishing Welts. Ihr habt es mitbekommen, die Reihenfolge hat sich geändert, die Intervalle zwischen den einzelnen Videos sind etwas länger geworden und heute ist das erste Video aktuell von 2023. Denn aufgrund des veränderten Zyklus, habt ihr ja die letzten Videos noch gesehen von der Dezember-Tour bzw. November-Tour. Ich bin zurück am großen Fluss, Anfang März. Vielleicht hört ihr schon, ich habe eine Hiobsbotschaft für die kommende Nacht, viel, viel Wind. Ich habe jetzt insgesamt drei Bereiche, die ich mir anschaue. Dann lege ich mich fest, was wir machen, was uns alles passieren wird, erfahrt ihr im nachfolgenden Film. Ich sage wie immer, viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Der Wind soll auch die ganze Nacht so bleiben. Und danach mache ich heute meine Platzwahl fest. Ich gehe auf den Platz, den ich in der vergangenen Woche schon befischt habe, wo wir Fisch fangen konnten. Hier, die Strukturen sind auch cool. Das Problem ist aber, der Wind drückt mir hier voll ins Gesicht. Und das, denke ich, ist extrem kontraproduktiv. Von daher fahre ich jetzt wieder ein Stück zurück. Obwohl ich die Strukturen auch sehr cool finde, ich gehe zurück, ganz einfach deshalb, weil dort die Strukturen gut sind und weil ich windgestützt bin und natürlich auch, weil wir da Fisch fangen konnten. Also wieder zurück, drei Plätze angeguckt, für einen entscheide ich mich jetzt und das mache ich. Ja, das ist mir natürlich immer wieder ganz, ganz wichtig, dass ich euch dabei mitnehme, wie so eine Herangehensweise ist mit diesen Plätzen. Denn ich bekomme das ja fast täglich über Instagram, wie auch immer. Wie soll man angeln? Wo soll man angeln? Und das zum Beispiel jetzt, das ist ein Platz, den habe ich noch gar nicht gesehen, obwohl ich jetzt schon einige Wochen da bin. Hier am Ufer haben wir jetzt knapp 2 Meter. Die Strömung wird gebrochen, es ist windgeschützt. Es sind Futterfische da und es ist hier schon wärmer. Vielleicht seht ihr das, wie langsam ich abtreibe, also wirklich fast stehend. Sieht auch richtig, richtig cool aus. Ich gucke mir das jetzt nochmal intensiv an. Ansonsten wäre mein favorisierter Platz, wo ich schon geangelt habe, um die Ecke rum. Da weiß ich, wie gesagt, dass was geht. Oder ich gehe davon aus, dass ich nochmal da, wenn ich da jetzt alleine hingehe, Fisch fange. Ich fahre nochmal rum, gucke mir das nochmal an und dann sehen wir weiter. Aber hier kommt wieder Futterfisch. Hier ist auf jeden Fall Fisch. Sieht gut aus. So, Entscheidung ist gefallen. Ich gehe auf dem Platz, wo ich schon war. Liegt hauptsächlich jetzt daran, dass ich da unten mehr machen kann und dass es noch windgeschützter ist wie hier oben, weil der Wind drückt schon ganz schön stark. Es geht zwar, aber da unten ist es viel, viel besser. Also fahre ich jetzt noch das Stück. Das sind jetzt noch ca. 500 Meter und dann bauen wir erstmal auf. Ja, home sweet home. So ist es eigentlich nicht, denn ich versuche immer ja wieder neue Strukturen zu finden, neue Sachen auszuprobieren. Jetzt ist es halt so, wie gesagt, die äußeren Bedingungen sprechen eindeutig jetzt für den Platz. Und das hat den großen Hintergedanken, vielleicht hört ihr das immer noch rauschen mit diesem Wind. Und das nächste ist, da unten ist wieder Gras im Wasser. Diese ganze Kante hat ungefähr 1 Meter. Der tiefste Punkt davor ist ungefähr 1,50 Meter. Und dann habe ich aber hier die Möglichkeit, relativ weit raus auch zu ziehen, also knapp auf 3 Meter. Und ich habe weiter oben einen Abriss. Der läuft da ziemlich weit bis darüber. Und dieser Abriss ist stark ausgeprägt, ist weiter vorne auf ja, fast 2,50 Meter. Und da machen wir eine Route Topwater. Und 2 Unterwasserposen nach unten.
Wie gesagt, ich wollte euch eigentlich was anderes zeigen, aber ich mache das halt deshalb, weil ich mir jetzt wirklich hier am sichersten bin, überhaupt einen Biss zu bekommen. Darum geht es ja. Wir sind ja draußen, um Fisch zu fangen. Und die anderen Strukturen, gerade die letzte, wo ich jetzt war, die sieht schon sehr, sehr gut aus dann für die kommende Woche. Aber ich zeige euch mal einen großen Unterschied, den wir halt hier haben. Und das ist das hier. 13,8 Grad hier vorne im Flachwasserbereich. Und deswegen haben wir ein sehr hohes Aufkommen zurzeit aktuell von Meereschen, die direkt in diesem Gras stehen da vorne. Und deswegen machen wir zwei Ruten U-Posen, ziehen die weit mit dem Fluss, um weniger Dreck zu fangen, und eine Rute auf den Abriss. Ja, wir sind natürlich geübt, das geht ruckzuck mit dem Solid-Brolli. Keine 5 Minuten, steht die Höhle. Gut, Ruten habe ich schon alles fertig. Das heißt, wir können direkt durchstarten. Mache jetzt alles fertig, dass ich Stativ und so in Position bringe, dass ich euch das zeigen kann, darum geht es ja. Und genau, dann fangen wir mit der Topwater-Rute an. Die kontrollieren wir dann heute Abend nochmal und dann machen wir die U-Posen. Habe ich euch alles schon mal gezeigt. Wir lenken jetzt um in den Abriss. Da hinten ist der Schwimmer. 2,20 Meter. Gut, das passt. Ihr seht es, der Wind und die Sonne. Ja, beides heftig. Ja, bevor ich jetzt meine U-Posen rausziehe, vielleicht mal eine Sache, die ich euch noch nicht gezeigt habe, denn das Angeln ist ja immer wieder dasselbe. Man versucht, den Platz optimal auszunutzen. Und wir haben ja im Fluss immer wieder das Hauptproblem mit Dreck, Gras, alles Mögliche. Egal, ob jetzt der Wasserstand normal ist, am Sinken, wie auch immer. Dreck, Strömungsdruck auf den Montagen ist immer ein Problem. Ich habe euch schon mehr wie einmal dieses Absenken gezeigt mit Stein vor diesen Wiesen, vorm Holz, wie auch immer. Eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache. Aber eine Sache, die mich da wirklich genervt hat die letzten Jahre, waren die vielen Steine. Auch was man immer so im Gewässer hinterlässt. Und jetzt will ich euch mal was zeigen, was ich jetzt schon eine ganze Zeit eigentlich dabei habe. Selbstgebaute Umlenker bzw. Absenker sind es, so muss man sagen. An so kleinen Wickelbrettern habe ich mal auf dem Workshop geschenkt bekommen. Eine richtig coole Sache, wie ich finde, denn ich setze jetzt meine Montagen, das habt ihr alle schon gesehen, an diese Grasnarbe. Und dann fahre ich wieder in einen relativ spitzen Winkel ans Ufer, hänge diesen Stein ein. Hier ist ein kleiner Wirbel dran an einer 0,18 mm starken Forellenschnur, eine alte, die ich gefunden habe, hänge ich ein. Lass das ab mit dem Wickelbrett, lasse ich dann die Schnur raus und dann mache ich hier einen Bendstick mir ans Ufer. Eine richtig, richtig coole Sache, denn ich habe mehrere Vorteile. Zum einen habe ich natürlich wieder meine Schnur abgesenkt, das ist sehr cool. Zum zweiten habe ich meinen Orientierungspunkt am Ufer. Dort, wo der Bendstick steht, kommt dann wieder die Route 2 und so weiter. Richtig schick, richtig cool. Und ich kann gleich die Schnur, falls ich es nicht habe, hier wird es heute gehen, weil Gras im Wasser steht, aber falls ich es nicht habe, habe ich hier gleich meinen Umlenker, worüber ich die Schnur zurückführen kann, dass er nicht am Ufer liegt. Coole Sache, ist ein bisschen Fummelarbeit, das Wickelbrett immer abzurollen und wieder aufzurollen nach dem Biss und so weiter, aber wir hinterlassen weniger Dreck im Wasser. Unsere Steine, wie auch immer. Finde ich, wie gesagt, nicht schlecht.
werde ich mir noch mal ein paar davon organisieren. Aktuell habe ich jetzt immer 4 dabei. Heute brauche ich nur 2 und das zeige ich euch jetzt. Gut, haben wir alles. Okay, ich bin jetzt direkt vorm Gras. Ihr seht aber, dass ich relativ weit raus muss, damit ich hier jetzt, ich setze es vors Gras, nicht direkt rein, weil auch da der Untergrund sehr dreckig ist, viel Dreck im Wasser, Holz und so weiter. Deswegen gehen wir ein Stückchen raus. Ist jetzt alles fertig. Wir haben jetzt aktuell 2 Meter unter dem Boot. Hier ist wieder ein kleiner Absatz drin und wir fahren jetzt auf die 1,50 Meter Kante. 1,50, 1,60. Anfang tue ich mit der weißen U-Pose in 3 Gramm. Okay, genau 2 Meter. Wie gesagt, ich will aber ein Stückchen flacher. Jetzt gehen wir relativ nah an das Gras ran, bis auf die 1,60 Meter Kante. Weil dann geht es mit einmal hoch, da stehen zwar die Eschen, aber da ist ganz viel Dreck. Und deswegen, wenn die Welse davor patrouillieren, möchte ich meinen Köder auch davor haben. Das ist jetzt wieder ein bisschen Fummelarbeit, das wieder genau da in die Position zu bringen. Ja, jetzt ist er sauber. Okay, und jetzt wieder relativ schnell ans Ufer. Relativ schnell, was sind das? Mit der Strömung, also nicht direkt raus, sondern so einen leichten Winkel Richtung Ufer und wir senken ab. Die sind unsere Absenksteine, selbstgebauten, die man auch nicht verlieren, die holen wir nachher wieder. Wenn ein Biss kommt, löst das aus. Die setze ich jetzt direkt hier vor das Gras. Das stört mich auch nicht, wenn die Schnur jetzt durch das Gras durchgeht. Ich lege das dann auch wieder dahinter, wirklich um so wenig wie möglich Dreck zu fangen. Es ist zwar einigermaßen sauber aktuell, weil wir Normalwasserstand haben. So habe ich das eingehangen. Und jetzt lasse ich das runter. Ich habe wieder die Bremse komplett offen, aber nur die Knarre drin, damit sich nicht überschlägt. Ist halt wieder cool jetzt beim Auslegen. Stationär rollen wird ein Haken. H20 kann ich jetzt schön einstellen. Ich lasse das jetzt hier ablaufen, mein Wickeltritt. Ich fahre hier schön langsam Richtung Ufer. Jetzt hängen wir das Ganze hier ein. Zack. Das haben wir. So, jetzt kann ich mit der normalen Auslegefunktion arbeiten. Jetzt sind wir weg. Jetzt habe ich die Schlagschnur auch draußen und jetzt habe ich wieder die Schnur in den ganz langgezogenen Winkel hier in dieses Gras gelegt, in diese Hecken und nutze das jetzt auch. Bei 2 Routen geht das. Wenn ich mehr machen möchte, brauche ich unbedingt einen, der läuft, weil ich kriege sonst die Schnüre nicht mehr gestaffelt Richtung Ufer. Weil wenn ich so zurückfahre und ich möchte dann die Schnur Richtung Ufer bekommen, würde die hier vorne irgendwo hängen. Und deswegen müsste da jemand laufen. Bei mir ist das heute kein Problem. Ich ziehe 2 Montagen, eine weiter, das ist meine erste Route und die zweite Route etwas kürzer. Und mit dem Bendstick habe ich halt nachts auch wieder den riesen Vorteil. Erstens mal, wenn ich rausfahre zum Drillen, weiß ich sofort, wo meine andere Schnur ist. Ich sehe den Bendstick, kann ich durchleuchten, ein bisschen suchen. Der steht ein bisschen hier vor der Wiese, den finde ich auf jeden Fall mit der Kopflampe. Und wenn ich dann einen Fisch gefangen habe, einmal die Orientierung beim Drill, ich weiß, wo meine andere Montage ins Wasser geht. Und zum zweiten beim Nachsetzen relativ einfach. Nehme ich mir dann wieder die Orientierung an auf dem Bendstick und setze dann wieder in dieser Flucht. Okay, ich fahre jetzt hier zurück und die Schnüre lege ich jetzt hier überall auf. Motor ist hochgeklappt, weil das so flach ist. Mal schauen, was da kommt. Gut, und damit bin ich fertig. Meine Montagen habe ich rausgezogen und der Wetterbericht ist auch nicht mehr das, was er mal war. Vielleicht seht ihr schon im Hintergrund, ich habe nur noch da drüben jetzt eine Windkante auf der anderen Seite. Aber das, was angesagt war, haben wir das definitiv nicht. Ich habe nichts dagegen, davon abgesehen. Lieber so wie andersrum. Man sieht das auch ringsrum, weil der Wind, und deswegen nutze ich auch sehr gerne diese Apps, ich weiß dann, wie der kommt. Und jetzt kommt der quasi von hinten, von der Seite, da oben.
Und deswegen sitze ich hier in diesem Ufer, damit ich diesen Wind über mich drüber habe, dass er drüben auf die Seite geht. Das sind alles so Sachen, das finde ich meistens viel, viel wichtiger wie eine U-Posen-Montage oder andere Kleinigkeiten, wo sich viele dann einen Kopf zerbrechen. Ich finde erstmal, dass das wichtig ist. Die Bedingungen müssen für einen Platz passen. Ich habe mich jetzt bewusst für so eine flache Passage entschieden, aus mehreren Dingen. Das erste ist, wenn im Frühjahr das Wasser warm wird. Temperaturunterschiede. Temperaturunterschiede finden wir nun mal in stehenden Bereichen im Fluss, wo die Strömung beruhigt ist. Dort findet man Temperaturunterschiede. Das zweite ist Futter. Wo sammeln sich Futterfische? Ist auch meistens, hängt das zusammen mit diesen Temperaturunterschieden, dass auch die sich dorthin zurückziehen, zumindest nachts. Und das sind meine ersten Herangehensweisen. Und dazu will ich euch mal wirklich eine Geschichte erzählen, weil die mich viele, auch wenn man es nicht mehr sieht, graue Haare gekostet hat. Und das war die Vertikalsession im Winter. Ich war viele Wochen hier am Fluss, habe Gäste gehabt vom November an, jeden Monat mehrere Tourwochen. Und da war es noch so, da war immer zu was anderes. Das Wasser ging Meter hoch, Meter runter, viel Sturm, Regen, immer zu was anderes. Und die Fischerei konnte man dann immer so ein bisschen darauf schieben, ja, das ging jetzt halt nicht, weil halt die Bedingungen so schwierig waren. Und jetzt war es genau andersrum. Ich war im Februar über 3 Wochen hier oder 3 Wochen insgesamt auf dem Fluss, so muss man sagen. Und die Fänge waren brutal schwer. Ich habe teilweise tagelang keinen Fisch mehr gefunden mit dem Echolot. Wo sind die? Wo sind die? Das hat mich wirklich wieder an den Rand des Wahnsinns gebracht. Und ich habe dann einen Teil der Fische, natürlich nicht alle, aber einen Teil der Fische in extrem flachem Wasser gesehen und hatte dort aber das Riesenproblem, dass wir nicht an die beigekommen sind, weil das zu flach war. Die Fische standen so bis maximal 3 Meter Wassertiefe im stehenden Bereich, extrem klares Wasser, Temperaturunterschiede auf diesen Spots in der Regel 1,5-2 Grad. Und dann habe ich da mal eine andere Taktik gemacht und die war auch mit Erfolg gekrönt. Und da würde ich sagen, machen wir einmal kurz den Schnitt und zeigen euch mal einen Fisch von dieser sehr aufreibenden Tour im Februar. Auf die Evo-Kette. Ich hätte gedacht, er wäre größer. 1,80 Meter. Ja, ich hätte größer geschätzt. Ich hätte größer geschätzt. Ich hätte größer geschätzt. Da ist unser Köder. Auf den Gummifisch. Sehr geil. Petri Peter. Petri. Also da haben wir ihn. Vertikal wollte er nicht, aber dafür haben wir ja die Jokerrute mit. Petri. Sehr geil. Ja, ein richtig cooler Fisch, den wir da fangen konnten. Und es sollte nicht der letzte bleiben. Und deshalb, das war wieder das beste Beispiel, wie halt Wallerangeln ist. Man muss flexibel bleiben. Wir waren zwar darauf eingestellt, mit diesem Vertikalangeln und so, weil ich das so viele Jahre wirklich tolle Sessions da erlebt habe. Aber im Endeffekt war es dann das,
was uns so ein bisschen die Wende gebracht hat. Wir haben dann mit solchen Ködern mehr Fische gefangen wie mit der Vertikalrute. Und das war halt dem geschuldet, dass die so flach lagen. Und das ist immer wieder das, was mir so wichtig ist, euch transparent zu zeigen. Denn ich kriege so viele Nachrichten, Kommentare, wie auch immer, E-Mails, Telefonate. Und jeder will immer den Stein der Weisen haben, den gibt es nicht. Natürlich mag es den einen oder anderen geben, der das gerne so suggeriert, dass dem immer so ist, die Wahrheit da gefunden hat, aber es ist immer irgendwas in Bewegung. Und diesen Winter, das war so krass, vor allen Dingen weiß ich noch nicht mal warum, wir haben Fische teilweise auf 7, 10 Meter gefangen, vertikal, und dann waren die tagelang dann nicht mehr da. Ich weiß nicht, warum die so extrem reagiert haben. Ich kann es euch nicht sagen. Fakt ist auf jeden Fall, sie haben es. Und das ist halt Wallerangeln. Und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz die Minute nutzen, bevor das Licht weggeht. Möchte euch mit euch den Tackle-Check machen und nehme euch dann mal mit. Erkläre euch noch mal den Platz, die Herangehensweisen. Und dann gehen wir in die Nacht. Ich bin gespannt, ob die Taktik aufgeht. Und ihr seid dann natürlich dabei. Aber erstmal kommen wir zum Tackle-Check. Ja, ich hatte schon gerade angedeutet, die habe ich jetzt mittlerweile in der Frühjahrssession immer mit dabei gehabt, habe das auch wirklich vermehrt betrieben, diese Spinnfischen mit kleinen Köder, also dem Finch im 15 cm. Evocat, 2,43 m ist er lang, 120 Gramm Wurfgewicht, echt ein geiler Stock. Und damit mache ich dieses Faulenzen über die Sandbänke. Wenn die Fische so flach stehen und wir kommen vertikal nicht mehr an sie dran, ist das die beste Taktik. Dazu auch, ich brauche keine Technik. Den E-Motor und so habe ich aus, weil das zu flach ist. Ich habe auch das Echolot in solchen Bereichen aus und versuche alle Störgeräusche, die von unserem Boot ausgehen, wegzuhaben. Ich mache das an der Seite entlang und werfe dann so auf die Sandbank. Wenn ich drüber getrieben bin, setze ich die Drift neu an. Dann beim Tackle-Check für unsere Session, ganz klar, auch ein wichtiges Utensil. Da unten die Tasche für die Rutenhalter. Rutenhalter, ich habe die Kette Deck mit, die Short and Soft. Natürlich HR20, die Hulk Line, das ist alles Standard. Schlagschnüre habe ich überall drauf, immer wieder. Die 09er, Mr. Wallerhook, dann das Mono als Vorfach. Einzelnen Rigs gehen wir wieder in verschiedenen Tutorials durch, deswegen Haarmontage hatte ich euch auch schon alles gezeigt, das ist nicht neu. Glocken natürlich, unseren Solid Prolly, einen Setzcacher, einen kleinen Unterfangcacher und so bin ich durch. Falls ihr Sachen braucht, ihr kennt das Spiel, unten in der Videobeschreibung findet ihr einzelne Links zu Produkten, da könnt ihr schauen oder beim Fachhändler eures Vertrauens könnt ihr euch auch nochmal die Sachen angucken. Ja, ich habe alles vorbereitet. Ich hoffe, es geht. Man sieht natürlich meistens erst das Ergebnis, wenn es fertig ist. Ich habe mal die Action Cam da in Position gebracht mit Videoleuchte und so. Natürlich gehen wir erstmal davon aus, dass es dann ein Biss bringt im Laufe des Abends. Schauen wir mal. Wie gesagt, das ist mir immer wieder wichtig bei diesen Videos, dass es nicht dieses eine Patentrezept gibt, was immer und überall funktioniert. Die Bedingungen. Darauf kommt es an. Und die jeweiligen Strategien mit den Bedingungen dann abzugleichen und anzupassen. Darum geht's. Wir werden sehen, ob unsere Strategie hier heute die richtige ist. Ich bin aber auf jeden Fall jetzt schon mal zuversichtlich. Wie gesagt, der Wind hat fast aufgehört, nicht ganz. Und wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal Topwater im Sandabriss drin. Das sieht richtig cool aus. Und dann die zwei Routen da vor dem Gras entlang. Platz zeige ich euch morgen früh. Ich genieße jetzt hier mal die Ruhe. Meine Gäste sind nämlich heute heim. Es kehrt ein bisschen Ruhe ein und die will ich jetzt auch mal genießen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe hervorragend geschlafen. Die Wetterprognosen standen mit über 50 km/h, dann hat sich's runterreguliert schon für die Nacht auf knapp 30. Und wie ist es gekommen?
Zum Glück muss man immer wieder dazu sagen, um 10 war es dann oder um 11 war es dann komplett vorbei. Was wir seitdem haben, brutale Fernsicht. Also es ist echt der Wahnsinn, wie klar man heute Morgen die Berge sieht. Und das, was diese Nacht passiert ist, geht mir seit Wochen, geht mir das so. Und das weiß ich nicht, was es ist. Und was meine ich? Ich habe einen Platz, wo ich einen Fisch gefangen habe, wo ich eventuell Fische gesehen habe, wo ich mehrere Anbisse hatte. Dann sagt man natürlich, die Vermutung liegt nahe, man kommt da wieder hin, man befischt das noch eine Nacht, wie auch immer. Und es war immer tot. Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin mir relativ sicher, dass nicht nur mir das so geht, aber das ist extrem auffällig. Unabhängig davon lasse ich jetzt erstmal hier mein Kaffeewasser kurz aufkochen, mache mir einen Kaffee und dann schauen wir uns den Platz nochmal aus der Vogelperspektive an. Okay, der Platz aus der Vogelperspektive, schnell erklärt. Hier oben kommen da runter, das ist dann eine Sandbank, drüben ist alles Packung. Erster interessanter Bereich für viele, hier ist ein tiefer Dreher. Das ist ein Einlauf-Überschwemmungsgebiet, was jetzt nach weiter hinten trocken läuft. Aber der Eingang hier vorne, der liegt so aktuell bei 7 Meter. Ist so ein Platz, den viele sehen, da hinfahren. Ja, ist immer mal ganz gut, hat mir auch schon dicke Fisch gebracht, auch jetzt erst, letzte Tourwoche. Bei Vollmond. Da fische ich das mal sehr gerne an, mal ein, zwei Tage. Aber, muss man auch wieder dazu sagen, übliche Phänomen, es ging einmal und dann war es wieder rum. Und dieser Platz hier drüben, der ist ja relativ neu. Der wird sich auch, denke ich, bis zum Jahresende wieder verlagert haben, dieser Abriss. Der geht extrem weit raus, sind aktuell ca. 40 bis 70 cm oberhalb vom Abriss. Schnell fließendes Wasser, dann durch diesen Abriss steht das hier drin, gerade hier. Und ich habe den Stock jetzt genau an diese Strömungskante gesetzt, nutze diesen zum umlenkten Topwater. Warum Topwater? Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist das ganze Gebiet flach, also 2,20 Meter, maximal 2,40 Meter. Dann habe ich das zweite Problem, hier drin steht das, das dreht so zurück. U-Pose wäre relativ riskant, dass die sich verdreht. Mit dem Topwater, mit dem Schwimmer, habe ich die Gefahr so gut wie gar nicht. Deswegen hänge ich da lieber einen Schwimmer hin. Einmal, wie gesagt, weil es so flach ist, der Fisch kommt auf jeden Fall mit unserem Köder in Berührung, selbst wenn er nur tief zieht, weil das Vorfach ja auch knapp 2 Meter lang ist, ist zwar gestreckt, aber irgendwo im Mittelwasser dann präsentiert. Und wenn da Wälse umherziehen, wird er auf jeden Fall auf unseren Köder aufmerksam. Deswegen Topwater und ich kann das schnell kontrollieren, fahre nur hin. Hebt das an, alles gut, weiter geht's. Nach unten haben wir dieses Gras, flach auslaufend, zwischen 1-2 Meter. Und hier draußen geht's dann quasi runter in die Fahrrinne, wo man auch mal 3, maximal 4 Meter bekommt. Ist dieser Punkt genau, wo die Strömung wieder hier anfängt zu laufen? Da habe ich eine Rute hingesetzt, direkt vors Gras, 1,5 Meter. Dann einmal hier auf 3 Meter, weil mir das in den letzten Tagen Fische gebracht hat. Beide abgesenkt, direkt vorm Gras, langer Schnurwinkel, läuft der Dreck drüber, keine Probleme. So sieht das Ganze aus. Auch wieder mit den Hintergedanken habe ich mich für den Platz entschieden, Wind kommt von hier. Hier sitzt mal windgeschützt, einmal durch das Steilufer, Wind läuft dann da drüben drauf. Ist immer so eine Sache, nutze ich ja jeden Tag. Ich gucke, woher der Wind kommt und versuche dann immer auf der windabgewandten Seite zu sitzen. War natürlich heute wieder kontraproduktiv, weil der Wind gegen 11 Uhr nachts eingeschlafen ist, aber lieber so wie andersrum. Im Endeffekt trinke ich jetzt noch meinen Kaffee, mal gucken, vielleicht kommt ja wirklich noch was beim Kaffee trinken und dann muss auf jeden Fall eine neue Struktur her. Ja Leute, jetzt ist die Sonne rausgekommen. Eine Rute habe ich schon reingeholt, denn die hat mal ganz kurz angeklingelt, ging runter, definitiv eine Fehlattacke, frühs. Hing aber nicht. Gut, sah aber auch nicht so aus, wie als ob das ein Fisch ist, wo man sich groß ärgern muss, wenn man den nicht gefangen hat. Denk mal eher kleinerer, mittlerer Fisch. Nichtsdestotrotz war das die einzigste Aktion die ganze Nacht. Natürlich sehr mau. Vor allen Dingen, weil ich dann weiß, was ich
davor hier an dem Platz gefangen habe. Und wie gesagt, das ist zurzeit ein Phänomen, wo ich gespannt bin, wie da die Reise weitergeht. Ich werde da definitiv mal ein Video dazu machen, weil ich eine Vermutung habe, woran das liegt. Kann dieser aber noch nicht konkret mit euch teilen, weil da warte ich erstmal die Frühjahrssession ab, was so gemeldet wird, was so gefangen wird und so weiter. Und dann mache ich da mal ein Video drüber. Ansonsten packe ich jetzt ein beim schönsten Frühlingwetter, mache mich auf die Messen. Zwei stehen noch an und dann kommt für mich ein großer Marathon. Wahrscheinlich in der Zeit, wo ihr das Video seht, bin ich insgesamt 5 Wochen am Stück am Fluss. Da für all diejenigen nochmal, die da regelmäßig Input haben wollen, schaut einfach mal bei Instagram bei mir vorbei. Da nehme ich euch immer mit, was so passiert. Immer ein bisschen Update vom Fluss. Und ich sage bis zum nächsten Video. Alles Gute, euer Benni. Ciao.